Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr geben kann, Mrs. Page, aber Sie wissen ja, die Zeiten sind schlecht. Wem sagen Sie das? Also auf Wiedersehen, Mrs. Page. Hallo? Mrs. Page, hier ist Tom. Was wollen Sie denn schon wieder? Können wir uns noch zwei leisten? Es geht schon. Dann wollen wir sie gleich bestellen. Nochmal zwei mit. Aber bitte gut durchgebraten, ja? Alles nur Angabe bei Ihnen. Wieso? Dass Sie immer nur Kaviar haben wollen. Mit einem Essen für 50 Cent sind Sie auch zufrieden. Sie merken aber auch alles. Sie sind ein kluges Kind. Ja, ich bin klüger, als Sie denken. Ich kenne Sie zum Beispiel besser, als Sie mich... Ketchup. Krautsalat? Aber ja, natürlich. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie so sind, wie Sie sich geben. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich mit mir zu beschäftigen? Oh. Mögen Sie Gurken? Ja. Warum verstellen Sie sich? Sie wissen genau, dass Geld allein nicht glücklich macht. Aber es beruhigt die Nerven. Das ist nur Einbildung. Sind Sie schon mal reich gewesen? Hm? Eigentlich nicht. Dann können Sie es auch gar nicht beurteilen. Sie wollen also ernsthaft behaupten, dass man nur glücklich sein kann, wenn man reich ist? Nein, aber man ist dann wenigstens nicht unglücklich. Ich glaube Ihnen kein Wort, Schicki. Hören Sie, Tommy, ich bin in der Klemme. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe auch nichts mehr, was ich verkaufen oder versetzen kann. Und wenn die beiden anderen nicht zurückkommen, habe ich die Wohnungsmiete für ein ganzes Jahr auf dem Hals. Ich kann es mir beim besten Willen nicht leisten, mich in einen Mann zu verlieben, der nicht mal eine Krawatte besitzt. Haben die beiden nicht mal geschrieben? Die haben nie schreiben gelernt. Aber hören Sie, Chicky, ich möchte doch... Es hat keinen Zweck, Tommy. Wenn ich dieses Zeug hier aufgegessen habe, werden wir uns für immer trennen. Hallo? Wollen wir uns nicht zusammen die Freiheitsstatue ansehen? Na schön, wenn Sie meinen.